close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna... Servus meine Freunde, was geht und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Dieses Video fängt heute nicht in meinem Studio an, beziehungsweise unten im Keller, sondern heute kommt ein richtig geiles Video, worauf ich schon sehr, sehr lange gewartet habe. Ich habe euch ja das auch in dem letzten Video mal gesagt, dass das nächste Video richtig geil wird. Ich konnte es leider noch nicht drehen, bloß jetzt. Das Wetter ist mega geil. Da dachte ich mir, heute ist Sonntag, ich werde jetzt rausgehen. Ich habe sogar geschafft, einen Kollegen, also einen Kumpel von mir, zu überreden, dass er mit mir rausgeht, beziehungsweise dieses Video dreht, weil alleine ist es ein bisschen schwierig. Deswegen, ja, ich will es euch noch gar nicht zeigen eigentlich, weil es so geil ist. Ich besitze es jetzt schon 2 Monate, 3 Monate. Ich habe es immer noch nicht geschafft, ein Video damit zu machen, geschweige denn euch das zu zeigen, weil einfach das Wetter erstens nicht gepasst hat und zweitens war es viel zu kalt. Bloß jetzt ist es mega geil und ich hoffe, ihr habt genauso Bock auf dieses Video wie ich und ich zeige euch einfach jetzt schon mal, um was es heute gehen wird. So, ich filme jetzt erstmal hier auf der Seite, also hier steht es schon. Ich werde auf jeden Fall mit ihm einen geilen Spot aussuchen, einen geilen Platz, wo wir geile Fotos machen können. Deswegen packe ich hier meine Canon-Kamera ein. Ich habe euch die ja in dem letzten Video gezeigt. Ja, das ist die Canon 700D mit dem 50mm Festbrennweitenobjektiv. Hier mein schöner Rucksack und jetzt haltet euch fest. Endlich besitze ich es. Ich habe lange drauf gewartet. Ich habe lange gespart dafür. Und zwar, bam, meine DJI Mavic Pro. Ich bin so glücklich, ich bin so happy, ja, dass ich endlich eine Drohne besitze. Ich habe echt lange überlegt, ob ich mir die holen soll, weil erstens, die ist schweineteuer. Benutze ich die so oft, weiß ich noch nicht. Aber ihr wisst ja, ich fahre ja gern Motorrad. Das heißt, in einem Monat fängt die Motorradsaison wieder an und deswegen werde ich mit Freunden unterwegs sein und da dachte ich mir, eine Drohne ist gar nicht so schlecht dann für geile Aufnahmen. Deswegen habe ich mir die Mavic Pro gebraucht, auf eBay gekauft. Nicht die 2er, sondern die erste Generation, weil die, Mann, ist das immer hier dunkel, weil die 2er einfach mir zu teuer war. Die hat, glaube ich, gebraucht sogar noch über 1300 € gekostet. Die ist auch vor kurzem erst released worden. Deswegen habe ich mir die erste geholt. Ich habe mir viele Rezensionen bzw. viele Videos dazu angeschaut. Ist die gut, ist die schlecht, was hat die für Vor- und Nachteile und für meine Verwendungszwecke, für irgendwelche geile Shots oder so, reicht mir die 1er, also die erste Generation. Und ich warte jetzt noch kurz auf einen Kollegen, der holt mich jetzt gleich ab. Deswegen seid's mir nicht böse oder seid's ihm nicht böse, wenn er ein bisschen ja, zurückhaltend ist vor der Kamera, weil er kennt es noch nicht. Ich habe ihm zwar schon mal gesagt, dass ich Videos mache, aber so halt einfach nur für mich. Ja, ich werde ihn auf jeden Fall vor die Kamera locken und ich hoffe, das Video wird richtig geil. Ich hoffe, ich kriege geile Shots mit der Drohne hin, weil wie gesagt, das Wetter ist mega. Das einzige Problem wird sein, die Kameraschwenkung und alles wird jetzt nicht perfekt sein, weil, wie gesagt, wegen dem Wetter konnte ich jetzt noch nicht so viel testen. Ich habe bis jetzt einen Flug mal gemacht, einfach mal das Gefühl dafür zu bekommen, wie sich die Drohne anfühlt, wie fliegt man die überhaupt, wie funktioniert das mit dem Handy. Und deswegen seid es mir nicht böse, wenn auch die Shots, also die Aufnahmen nicht perfekt werden. Aber ich hoffe, ich krieg da ja, den ein oder anderen geilen Shot hin. Deswegen würde ich sagen, ich warte jetzt auf meinen Kumpel und dann melde ich mich gleich wieder. Ja, was ich noch ganz kurz sagen will, wo ich damals auf eBay Kleinanzeigen geschaut habe, da habe ich sie auch gekauft, war ich mir ein bisschen unsicher, weil das mehrere 100 € gekostet hat. Und das Problem ist halt immer gewesen, ist es die Originale, weil es gibt natürlich auch viele Fälschungen, die sehen 1:1 aus. Und das Problem war, wo ich dann damals zu dem Kunden, sage ich mal, hingefahren bin, konnte ich die Drohne nicht testen. Erstens, weil ich nicht wusste, wie das funktioniert. Und zweitens, ja, hat er den Akku nicht geladen. Er war dann aber so sozial und so nett, hat dann gesagt, komm, warte noch kurz. Ich lade jetzt noch schnell den Akku, wir testen das. Ich will, dass du siehst, dass die auch funktioniert. Weil das Wichtigste ist ja nicht nur, dass sie fliegt, sondern dass die Kamera funktioniert. Und das waren so ein bisschen meine Bedenken. Nicht, dass ich jetzt zu viel Geld ausgebe und dann funktioniert die Kamera überhaupt nicht. Aber ich hatte Glück im Unglück, beziehungsweise ich hatte eigentlich Glück. Es funktioniert alles. Wie gesagt, mit dem Autofokus und sowas muss ich mich alles noch auseinandersetzen.
Aber ich würde sagen, ich mache das jetzt nochmal kurz mit euch zusammen auf. Es gibt zwar zahlreiche Videos schon über Tutorials oder Unboxing-Videos. Ich zeige euch die mal kurz, wie die aussieht, wie ich sie mitgenommen habe und sogar den Originalkarton. Deswegen war ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass es auch das Originale ist. Und zwar, jetzt ist irgendwie, ich muss das mal wieder drehen. So, also das ist der originale Karton von der Mavic Pro. Wie gesagt, erste Generation. Ich mache die jetzt mal auf. Zack. Ich habe jetzt hier meinen Controller. Gut, der ist halt ein bisschen verstaubt, weil der war ja schon in Gebrauch. Dann hat er mir hier so ein paar Zubehörsachen gegeben. Wie gesagt, damit muss ich mich auch noch auseinandersetzen. Hier ist das schöne Baby. Meine Drohne. Geiles Ding. Oh, ich bin so glücklich. Ja, mein Kollege ist gerade da. Und zwar hier. Könnt ihr ihn sehen? Dieses Auto hier. Ja, jetzt schauen wir mal, wie er sich vor der Kamera gibt, ob das für ihn was ist, ob er sich traut, keine Ahnung. Wir werden auf jeden Fall jetzt richtig geile Shots machen und ich würde sagen, wir fahren jetzt los. Ich melde mich später wieder bei euch. Let's go! Oh,
So Leute, ich melde mich doch nochmal aus dem Studio. Und zwar hat es leider doch nicht alles so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Eigentlich wollte ich ja draußen mit meinem Kollegen, also mit meinem Kumpel, ein bisschen mehr vloggen, auch ein bisschen mit euch quatschen. Aber es waren so viele Leute da an diesem Platz, genau dann, wenn ich geile Shots machen wollte. Ich habe natürlich das Wetter ausgenutzt, ihr habt wahrscheinlich schon ein paar geile Aufnahmen gesehen. Deswegen wollte ich mich einfach hier nochmal aus dem Studio melden und damit das Video auch beenden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne wieder einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und in diesem Sinne, genau, was ich noch ganz kurz sagen will. Die Aufnahmen, ich habe mir nämlich die ganzen Aufnahmen nochmal kurz auf der Kamera angeschaut, beziehungsweise auf meiner Drohne. Es sind jetzt nicht brutal geile Shots geworden, weil ich noch ein paar Probleme mit dem Fokussieren hatte und mit der Belichtung. Aber ich denke mal, für das erste Mal ist es gar nicht mal so schlecht geworden. In diesem Sinne, Leute, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao.